Denkern, Bashen, Trollen, Kritikkultur im Internet. Wir können mit neuen Subkulturen rechnen, die sich mit Weltraumforschung, Lasertechnik, Computerspielen und dergleichen befassen. Der Troll-Tweet des Tages. Heute Rundshow mit Gutja und Sascha Lobo. Das ist der mit der ekelhaften Prollfrisur, oder? Ja, und Sascha Lobo. Qualitätstrolltum sieht ganz anders aus. Das war früher besser. Das Trollen ist eine Verhaltensweise. Was aber dabei, glaube ich, auffällig ist, ist, dass Leute so eine besondere Reaktion zeigen, wenn jüngere Frauen im Internet schreiben. Die fühlen sich provoziert von dieser Haltung von Margarete und reagieren dann bloß. Es gibt da so schöne Sprüche, die ich schon mal in meinem Blog hatte. Zum Beispiel, hat der angebliche Rechtsanwalt Vetter keinen Toaster, dem er das alles erzählen kann? Oder eine Beleidigung. Arschloch, Kompetenzsimulant, würde ich sagen. Arschloch reicht schon. Arschloch reicht auf jeden Fall. Aber tatsächlich gibt es auch im Offline-Bereich Trolle und gerade bist du in die Politik rein. Sebastian Frankenberger, bist du ein Troll? Definitiv nicht, weil Trolle nerven doch und Trolle versuchen andere Leute Ungutes zu tun. Platz 3 der Trollcharts, der bayerischen Trollcharts, würde ich gerne Gabriele Pauli begrüßen. Trolle müssen schon sehr, sehr geschickt sein und also ich meine jetzt diejenigen, die dann vielleicht mit neuen Ideen kommen, wenn man die jetzt als Trolle bezeichnen kann. Ist Trollen nicht auch so ein versteckter Schrei nach Liebe? Was es auf jeden Fall ist, ist es ein sehr unversteckter Schrei nach Aufmerksamkeit. Sagt mal, habt ihr alle Gras geraucht?